Jetzt kann ich natürlich nicht mit allen sprechen. Vorgesehen war Herr Kirst und Herr Kleinhempel und Herr Kolster-Bechmann. Kommen Sie bitte einfach mal in meine Nähe. Aber ich freue mich natürlich auch, dass Kinder hier mit auf der Bühne sind und sich schon mit engagieren. Aber vielleicht fangen wir mit Herr Kirst, mit Ihnen an. Sie haben eins dieser Mitmachprojekte mitgebracht, neben vielen, vielen anderen, dass wir jetzt auf der Bühne demonstrieren dürfen. Dann holen Sie das mal. Und der Vito Kleinhempel, wo ist der? So klein. Also, Entschuldigung, ich habe einfach nach den Unterlagen, die ich gelesen habe, gedacht, das ist schon ein richtig großer Jugendlicher, der immer so von Station zu Station mitgeht und die ganzen Sachen aufbaut. So ist das auch. Das ist natürlich, verrätst du uns, wie alt du bist? Ich bin 15. 15. Und du schaffst das sozusagen neben der Schule noch immer mit an die Station zu gehen und aufzubauen? Ja, jetzt natürlich nicht mit in die Schulen zu gehen und das da alles zu erklären, aber wenn nachmittags oder am Wochenende eine Veranstaltung ist, dann bin ich da mit dabei und wenn Kinder eine Frage haben, dann versuche ich denen das eben auch zu erklären. Das ist ja genau das, was wir gerade gehört haben, ne? Dass sozusagen, jetzt muss ich ja sagen, Jugendliche, nicht Kinder erklären Kindern was, sondern Jugendliche erklären Kindern was. Was ist denn so der Hit? Was wird denn am liebsten gemacht? Da gibt es unterschiedliche Sachen, also meistens die Sachen, die Krach machen oder eben da, wo was passiert. Es gibt eine ganz schöne Station, da kann man Draht durchbrennen lassen oder einfach mit so einem Lautsprecher die was Leitendes hörbar machen und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was am meisten Spaß macht. Muss da die Feuerwehr immer im Hintergrund sein, oder? Nein, das ist nicht so gefährlich, dass da irgendwelche Sachen kaputt gehen könnten. Und nicht anbrennen können? Okay, ist das deine Schwester hier mit auf der Bühne? Darf ich mal kurz fragen, wie du heißt und wie alt du bist? Linnea Steinecke, ich bin 10 Jahre alt. Und du machst auch schon mit? Ja. Super. Kannst du auch was erklären von so einer Mitmachstation? Bist du da auch aktiv? Machst einfach so selber mit und hilfst ein bisschen. So, Herr Kirst, Ihre... Ihre Zeit zum Demonstrieren. Natürlich hier die Reiseversion mitgebracht, weil ich ja nicht so große Sachen tragen kann. Und wie Sie sehen, ist das im Grunde was aus dem Kapitel Mathematik zum Anfassen. Und in der Mathematik sind natürlich die regelmäßigen Körper mit das Schönste. Platon hat schon drüber geschrieben, Tetraeder, vier Seiten, nur Dreiecke oder der Würfel, den kennen Sie alle vom Mensch ärgere dich nicht Spiel. Und das, was wir hier haben, ist eben ein Würfel und ein Tetraeder. Und ja, die Kinder sagen, dieses Tetraeder passt in die Kiste. Können Sie mir das zeigen? Um Gottes Willen, jetzt fragen Sie mich was. Das passt in die Kiste. Ich glaube, Sie können jetzt gerne Pause machen oder schon sonst wie. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich das hinkriege. Ist ein bisschen groß, ne? Es soll ja ganz drin verschwinden. Das Problem ist eben, dieses Tetraeder. Da musst du mir helfen, Vito. Wie verschwindet das da drin? Wir machen es vielleicht langsam. Man kann also sehen, dass diese Pyramide ist so groß, dass sie eben nicht reinpasst. Die Ecken stehen über, auch wenn ich es mit der Spitze reinstelle, passt es eben nicht. Und das, was wir eben... Hätte ja sein können. Ja, dann wäre es einfach zu einfach. Wir wollen es immer ein bisschen schwieriger machen, dass man sich überlegen muss, wie könnte es denn sein? Und wenn wir das jetzt nochmal uns hier abstrakt angucken, dann haben wir die Pyramide eben so auf die Fläche gestellt und dann passt sie nicht, weil die Ecken zu lang sind. Wenn sie auf der Spitze steht, passt es auch nicht. Und dann ist die Frage, gibt es eine andere Möglichkeit, die Pyramide hinzustellen, als auf die Spitze oder auf die Ecke? Wahrscheinlich. Ja, ziemlich sicher. Und die Möglichkeit wäre nämlich auf die Kante. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich die Pyramide auf die Kante stelle, sehen Sie sofort, die ändert die Figur und dann sieht das ganz anders aus. Und jetzt kann Vito zeigen, wie es passt. Ich nehme nur meinen Daumen weg. Großartig. Dann... Ja, und dann passt es tatsächlich rein und man sieht, dass die Kante der Pyramide eben zur Diagonale in dem Quadrat geworden ist. Und wenn man dann das noch ein bisschen weiter verfolgt, kann man feststellen, dass die Pyramide genau 6 Kanten hat und mein Würfel hat ja 6 Seiten und darum kann jede Kante genau Diagonale der Seite werden. Und dann kann man weiter darüber sprechen, dass Leonhard Euler eine wunderbare Formel... Ja, kann man machen. Sie haben schon das nächste dabei. Da ich aber nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, bin ich selber ganz froh, dass wir die Anweisung bekommen haben. Wir dürfen nur eins vorstellen. Aber Sie dürfen ja nach der Preisverleihung, dürfen Sie jedem, der möchte,
noch alles Mögliche und ganz, ganz viel erklären. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stückchen weiter zu Frau Kolster-Bechmann, erste Vorsitzende. Und Sie möchte ich gerne noch fragen, wie sieht es denn aus? Haben Sie auch viele Mädchen, die sich interessieren, oder sind das eher Jungs für diese naturwissenschaftlichen Sachen von Herrn Kirst, die so schwierig sind? Also natürlich haben wir Mädchen dabei und wir achten auch darauf. Linnea ist ein gutes Beispiel dafür. Nun hat sie natürlich auch eine Mutter, die aus diesem Bereich kommt. Aber wir achten drauf und zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen Kurs wieder ausgeschrieben für Roboter. Wir hatten vor Weihnachten nämlich festgestellt, dass... Der Weihnachtsmann fehlte. Ja, es waren wirklich weniger Mädchen dabei bei dem letzten Kurs. Und nun haben wir extra mal einen für Mädchen ausgeschrieben, um zu sehen, ob sich da was verändert dann, wie stark der von Mädchen dann angenommen wird. Wir wollen es einfach ausprobieren. Während wir den ersten Kurs Roboter machten, war das gar nicht so. Aber offensichtlich gibt es immer Unterschiede. Ich sage nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank. Und für Sie habe ich jetzt auch noch eine Aufgabe. Weil wir haben ja die Frau Stenger und die lernt dort und die muss jetzt den Zettel wieder abgeben. Geht's schon? Ich hoffe. Na, das glaube ich aber auch. Und Sie kontrollieren jetzt einfach mal, ob sie das richtig macht. Sie hat sozusagen die Aufgabe gehabt, von unten nach oben jetzt aufzuzählen, wer waren die Bürgerstiftungen, die ausgezeichnet wurden. Also, los. Ja, ist vollkommen korrekt. Ach so, ja, ja, genau. Also es ging los, ich mache mal die Augen zu, damit ich nicht schummel, 2002, 2003 und zwar mit der Schwäbisch-Haller Bürgerstiftung. Ja, Sie rufen rein, wenn es irgendwas falsch ist. Dann war es die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck, Bürgerstiftung Dresden, Bürgerstiftung Hannover. Jetzt sind wir im Jahr 2003, 2004, das war die Bürgerstiftung Neukölln in Berlin, dann die Bürgerstiftung Dülmen und die Bürgerstiftung Hamburg. Jawohl. Im nächsten Jahr war es die Hertener Bürgerstiftung, die Bürgerstiftung Halle und die Bürgerstiftung Nürnberg. Richtig. Im nächsten Jahr, wir sind 2006 jetzt angelangt, haben wir die die Lingener Bürgerstiftung, die Bürgerstiftung Region Ahrensburg. Ja. Und die Wiesbaden Stiftung. 2007 Bürgerstiftung Ratzeburg, Bürgerstiftung Braunschweig und die Bürgerstiftung Berlin. Im folgenden Jahr war es die Bürgerstiftung Weimar, Bürgerstiftung Pfalz und die Stiftung Bürger für Münster. Im folgenden Jahr 2009 die Stiftung Bürger für Leipzig. Dann sind wir im Jahr 2010 angelangt. Hier haben wir die Bürgerstiftung Hamburg und die Bürgerstiftung Bad Essen. Ja. Ich kann ja wirklich nicht abgucken, dann kann ich meine Augen auch wieder aufmachen. Und zwar, leider, haben wir jetzt die Bürgerstiftung Vechta, dann die wunderschöne Bürgerstiftung mit dem Namen Emscher-Lippe-Land und die Bürgerstiftung Baren im Uckermark und zu guter Letzt die Stiftung Arnsberg ja. in diesem Jahr. Und jetzt können Sie aufhören, weil die anderen, die haben wir ja heute. Kennen wir schon. Herzlichen Dank. Sehr beeindruckend. Vielleicht eine kleine Nachfrage. Ich habe mal irgendwo gehört, dass wenn man sich so viel merken möchte, dann muss man sich Eselsbrücken bauen. Gibt es irgendeine Stiftung mit einem Namen, wo Sie eine besonders schöne Eselsbrücke hatten? Ach, da waren ganz viele schöne Eselsbrücken. Also zum Beispiel die schönste ist, glaube ich, Bahn im Uckermark. Also da habe ich mir vorgestellt, also ich gehe immer so einen Weg entlang und mein Routenpunkt war ein Klavier. Und ich habe mir vorgestellt, dass eine Bar... Und da nehme ich mir immer was, also ich nehme was weg für Barnim und Uckermark, dahinter ist eine wunderschöne Landschaft der Uckermark aufzeichnend. Also Barnim, Uckermark, ich gehe um die Bar, um mir was zu nehmen sozusagen für Barnim, Uckermark. Sehr beeindruckend. Ich gucke jetzt gerade, was haben Sie sich denn bei Dülmen vorgestellt? Bei Dülmen? Ja, das war ein bisschen schwierig, da habe ich eigentlich an den Daumen gedacht, der so ein zwei Öhrchen hat, wie das die Ü-Pünktchen für Dülmen. Sehr spannend. Ich sage nochmal herzlichen Dank und wir machen jetzt eine kleine musikalische Pause.